Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Union und SPD wollen die Mietpreisbremse bis zum Jahr 2025 verlängern. Darauf einigten sich die Spitzen der Koalition bei ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause im Kanzleramt. Die Runde will außerdem über den Solidaritätszuschlag beraten. Der Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Scholz sieht die Abschaffung für 90% der Steuerzahler vor. Die Union möchte ihn für alle streichen. Vor dem Treffen hatten Scholz und Kanzlerin Merkel beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung Fragen von Besuchern beantwortet. Wenn das Kanzleramt seine Türen öffnet für den Bürger und wenn Angela Merkel den Blick ins Innerste der Macht erlaubt, ist traditionell auch die politische Sommerpause vorbei. Handlungsfähigkeit will die Regierung jetzt demonstrieren. Zu sehr haben Streit und Personalthemen die Schlagzeilen des Sommers beherrscht. Was dem Bürger auf den Nägeln brennt, das hat heute auch der Vizekanzler zu hören bekommen. Soli, Grundrente, die Genossen auf Talfahrt. Jung und alt haben viele Fragen. Zumindest darüber soll Klarheit herrschen. Nach langem Zögern will Olaf Scholz nun doch Parteichef werden. Ich bin jetzt seit meinem 17. Lebensjahr Sozialdemokrat und es geht mir wirklich tief in meinem Magen, was da gegenwärtig an Umfragewerten zu verzeichnen ist und möchte alles dazu beitragen, dass sich das ändert. Aber auch das wird deutlich. Der Dissens in der schwarz-roten Koalition bleibt, auch beim Soli. Der Finanzminister will ihn nicht komplett abschaffen. Der Wirtschaftsminister hingegen will genau das, jedenfalls bis zum Jahre 2026. Während die Bürger noch durch den Kanzleramtsgarten flanieren, reisen die Parteispitzen zum Koalitionsausschuss an. Im Innern beginnt die Arbeit am Kompromiss und zumindest beim Thema Mieten steigt weißer Rauch auf. Die Minister Lambrecht, SPD und Seehofer, CSU verkünden ein Miet- und Wohnpaket. Die Mietpreisbremse soll bis zum Jahr 2025 verlängert werden und wenn Mieterinnen oder Mieter feststellen, dass sie zu viel Miete gezahlt haben, diese nach einer Rüge dann auch für schon bereits gezahlte Leistungen zurückverlangen können. Und zwar jetzt 30 Monate lang. Beim Immobilienkauf teilen sich künftig Käufer und Eigentümer die Maklergebühren. Es ist ein ganz großer Fortschritt im Sinne der sozialen Gerechtigkeit. Welche Hausaufgaben das Kabinett noch zu erledigen hat, machen Umweltprotestler deutlich. Beim Klima aber ist kein weißer Rauch in Sicht. Zum Treffen im Kanzleramt, Oliver Köhr live aus Berlin. Auch die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer lobt die Einigung in Sachen Mieten. Aber weitere Ergebnisse gibt es derzeit noch nicht. Der Solidaritätszuschlag wird diskutiert. Wirtschaftsminister Altmaier will ihn komplett abschaffen. Dazu sagt Finanzminister Scholz ganz klar, nein. Eine Steuersenkung für Millionäre sei mit ihm nicht zu machen. Und beim Soli hat er den Koalitionsvertrag auf seiner Seite. Den will er 1:1 umsetzen. Klarer Vorteil also für Scholz und die SPD. Sehr wahrscheinlich, dass das heute abgeräumt wird. Denn, Achtung, Gemeinsamkeit in der Koalition. Alle wollen mit der frohen Soli-Kunde in den Endspurt der Wahlen in 2 Wochen in Sachsen und Brandenburg gehen. Viele Wahlkämpfer wünschen sich, dass auch der Dauerbrenner Grundrente vorher noch beschlossen wird. Da hören wir aber, gibt es noch Beratungsbedarf. Streitpunkt ist die Bedürftigkeitsprüfung. Vermutlich wird es dort heute keine Einigung geben. Zurück zu Linda Zervakis. Im Kampf gegen Rechtsterrorismus will sich das Bundeskriminalamt neu aufstellen. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist geplant, in der Behörde eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität einzurichten. Außerdem sollen mehr als 400 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz ist den Recherchen zufolge ebenfalls vorgesehen, das Personal aufzustocken. Der Mord an Walter Lübcke war für die Ermittlungsbehörden ein Weckruf. Dem Anschlag waren schon seit Jahren Hassbotschaften und Drohungen gegen den Kasseler Regierungspräsidenten vorausgegangen. Auch der mutmaßliche Täter war für die Polizei kein Unbekannter. Das Bundeskriminalamt spricht von einer neuen Dynamik im Bereich rechter Gewalt. Um den Verfolgungsdruck zu erhöhen, wird in einem vertraulichen Planungspapier unter anderem vorgeschlagen, eine Zentralstelle gegen Hasskriminalität im Internet zu etablieren, ein Risikobewertungssystem Radar rechts einzurichten, wie es ähnlich bereits im Kampf gegen islamistischen Terror eingesetzt wird,
und 10 neue Referate mit 440 zusätzlichen Stellen zu schaffen. Auch gegen sogenannte Feindes- und Todeslisten würde das BKA gerne entschiedener vorgehen, ebenso wie gegen Drogen- und Hassbotschaften in sozialen Netzwerken. Man möchte, dass die sozialen Plattformen nicht nur löschen, sondern eben auch die Daten über die Urheber dieser Hasspostings der Polizei übermitteln, damit die Strafverfolgung in dem Bereich möglich ist. Bislang sind die Provider dazu noch nicht verpflichtet. Laut Verfassungsschutz gelten derzeit mehr als 12.500 Menschen in Deutschland als gewaltbereite Rechtsextremisten. Dass davon bisher nur 41 als sogenannte Gefährder geführt werden, zeigt für den Bund der Kriminalbeamten die Dringlichkeit, die Anstrengungen zu verstärken. Ich glaube, wenn wir das einmal richtig uns anschauen und viele Figuren in dem Bereich uns intensiver anschauen und analysieren, dann kommen wir zu einer deutlich höheren Zahl mit entsprechenden Auswirkungen für unsere Arbeit. Das Konzept des Bundeskriminalamts liegt seit Anfang August im Innenministerium vor. Regierung und Parlament sollen nach der Sommerpause entscheiden, wie der Kampf gegen rechte Gewalt und Hetze verstärkt werden kann. In Hongkong hat es erneut Massenproteste gegen den wachsenden Einfluss Chinas gegeben. Hunderttausende versammelten sich bei strömendem Regen zur zentralen Kundgebung in der Innenstadt. Die Demonstranten sehen ihre bis zum Jahr 2047 garantierten Rechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone in Gefahr. Zusammenstöße mit der Polizei wurden nicht gemeldet. Ein Meer von Menschen, zusammengekommen zu einer friedlichen Versammlung in Hongkong. Sie gehen auf die Straße für mehr politische Mitsprache. Sorge bereitet ihnen der wachsende Einfluss von Peking. Sie wollen ihre Freiheiten verteidigen, die ihnen bei der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China zugesagt wurden. Ich will ein freies Hongkong. Es ist mein Zuhause. Wir müssen für unsere Zukunft kämpfen. Wir wollen einfach Freiheit. Hitze und stundenlanger strömender Regen hält sie nicht vom Demonstrieren ab. Nach Angaben der Organisatoren beteiligen sich 1,7 Millionen Menschen. Die Proteste gehen nun schon 2,5 Monate. Wenn die Regierenden in Hongkong und Peking darauf gesetzt haben, dass uns die Kraft ausgeht, dann liegen sie damit verdammt falsch. Sie wollen, dass ihre Regierung auf sie eingeht und hoffen, dass ihr Protest nicht blutig endet. Viele sind beunruhigt wegen der bewaffneten chinesischen Volkspolizei, nur 35 Kilometer entfernt von hier. Hongkong ist der wichtigste internationale Finanzplatz für die Entwicklung Chinas. Dieser Status wäre ernsthaft gefährdet, sollte Peking seine Truppen einmarschieren lassen, um weitere Demonstrationen zu verhindern. Noch, so scheint es, ist Chinas Führung nicht bereit, diesen hohen Preis zu zahlen. Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach offiziellen Angaben 63 Menschen getötet worden. Zu der Tat bekannte sich der sogenannte Islamische Staat. Der Attentäter habe seine Bombe inmitten Ungläubiger gezündet, hieß es zur Begründung. Die Opfer waren überwiegend Schiiten. Der IS gehört jedoch der rivalisierenden sunnitischen Richtung des Islam an. Es ist das Letzte, was er für seine Angehörigen tun kann. Die Beerdigung der Familienmitglieder einer Hochzeitsgesellschaft der schiitischen Minderheit wird zu einem Appell. Uns ist so viel Schmerz zugefügt worden, dennoch ist unsere Botschaft an die Welt. Es ist unser Platz hier und wir werden ihn nicht verlassen, selbst wenn noch hunderte Selbstmordattentate passieren sollten. In dieser Hochzeitshalle mit 1200 Gästen hatte ein Selbstmordattentäter einen Sprengsatz gezündet. Die meisten Opfer sind Männer. Sie hatten getrennt von den Frauen gefeiert. Der sogenannte Islamische Staat reklamiert die Tat für sich. Die rivalisierenden radikal-islamischen Taliban haben das Attentat verurteilt. Die afghanische Regierung bezeichnet die Taliban als mitverantwortlich. Unsere Leute, die Afghanen, bei Hochzeitsfeiern, in Schulen, Moscheen, auf Märkten oder auf anderen öffentlichen Plätzen anzugreifen, das sind Gräueltaten von Terroristen, die nichts anderes wollen, als unschuldige Menschen zu töten. Die Taliban können sich nicht davon freisprechen, dass sie dem Terrorismus eine Plattform bereitet haben. Seit einem Jahr verhandeln die USA ohne afghanische Regierung mit den Taliban über einen Friedensvertrag, bisher ohne Erfolg.
Ich sehe nicht, dass das jetzt mit den Friedensgesprächen zu tun hat. Der Anschlag kommt jetzt nach einer gewissen Ruheperiode, die damit zu tun hatte, dass auch islamische Feiertage waren, die in Kabul zumindest von den Provinzen, jetzt mal abgesehen, ruhig verlaufen sind. Und der IS hat sich damit jetzt wieder zu Wort gemeldet, sicher auch in Richtung USA und Taliban, dass sie noch da sind. Von einem Frieden scheint Afghanistan weit entfernt zu sein. Das Rettungsschiff Open Arms hat ein Angebot der spanischen Regierung zur Einfahrt in den Hafen Algeciras abgelehnt. Ein Sprecher der Hilfsorganisation erklärte, angesichts der extremen humanitären Notsituation auf dem Schiff sei es unverantwortlich, die lange Fahrt anzutreten. Am Nachmittag waren einige der Flüchtlinge ins Meer gesprungen und versuchten, an Land zu schwimmen. Sie wurden von Besatzungsmitgliedern wieder an Bord geholt. Die Open Arms harrt seit Tagen mit über 100 Migranten vor der italienischen Insel Lampedusa aus. Italiens Innenminister Salvini hat dem Schiff das Anlegen untersagt. In Großbritannien wächst die Sorge vor einem EU-Austritt ohne Vertrag. Ein interner Regierungsbericht rechnet laut der Zeitung Sunday Times mit einem Mangel an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Grund seien unter anderem langwierige Grenzkontrollen. Die Regierung erklärte, es könne tatsächlich zu Schwierigkeiten kommen. Allerdings seien die Brexit-Vorbereitungen seit Amtsantritt von Premierminister Johnson deutlich beschleunigt worden. Zudem strebe man weiterhin einen Vertrag mit Brüssel an. Darüber will Johnson am Mittwoch auch mit Bundeskanzlerin Merkel beraten. Infolge der Erderwärmung schmelzen in Island immer mehr Gletscher. Seit heute erinnert eine Gedenktafel an den Ókjökull. Der Gletscher schrumpfte im Verlauf des 20. Jahrhunderts von etwa 38 Quadratkilometern auf weniger als einen. Der Ókjökull liegt nordwestlich der Hauptstadt Reykjavik. Satellitenbilder der NASA zeigen den Schwund der Eis- und Schneemassen rund um den Gipfel des erloschenen Vulkans Ork. Der Gletscherstatus musste aberkannt werden. Ragnar Axelsson fotografiert seit Jahren Island aus der Luft. Auch den Ok hat er schon mehrfach überflogen. Islands ersten Gletscher, der seinen Status als Gletscher verloren hat. Übrig geblieben sind ein zugefrorener Kratersee und einige Schneereste. Diese Plakette mit einem Brief an die Zukunft erinnert seit heute an das Verschwinden des Ókjökull, der seit 2014 offiziell kein Gletscher mehr ist. Die meisten Schulkinder kennen seinen Namen und deshalb hat das Verschwinden des Ókjökull für uns eine große psychologische und emotionale Bedeutung. Ein Gletscher ist nicht mehr da, den viele seit ihrer Kindheit kennen. Bei der Zeremonie heute Nachmittag am Fuße des Ok nahm unter anderem auch Islands grüne Regierungschefin Katrin Jakobs dort hier teil. Mehr als 10 Milliarden Tonnen Gletschereis verliert Island jedes Jahr. Auch der Vatnajökull, Europas größter Gletscher, wird immer kleiner. Für Wissenschaftler wie Oddur Sigurdsson steht fest, der Klimawandel mit den steigenden Temperaturen ist der Grund dafür. Die Gletscher sind in der Geschichte Islands noch nie so schnell geschmolzen wie heute. Alles spricht dafür, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Wir müssen davon ausgehen, dass Island in den nächsten 200 Jahren fast alle seine Gletscher verlieren wird. Vor wenigen Tagen war Fotograf Ragnar Axelsson noch einmal über den Gletschern unterwegs. Sein Foto vom Gipfel des Ok wird bleiben, auch wenn die letzten Eisreste verschwunden sind. In der Fußball-Bundesliga ist die Premiere von Aufsteiger Union Berlin misslungen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verlor ihr Heimspiel gegen Leipzig deutlich mit 0:4. Im zweiten Sonntagsspiel feierte Eintracht Frankfurt dagegen einen erfolgreichen Saisonauftakt. Die Hessen besiegten Hoffenheim mit 1:0. Die Frankfurter Eintracht in den dunklen Trikots geht bereits nach 36 Sekunden in Führung. Die Vorarbeit von Kostic verwertet Martin Hinteregger zum frühen und entscheidenden Treffer. Der Österreicher versetzt seinen Gegenspieler Pavel Kaderjabek. Frankfurt ist die klar bessere Mannschaft, die Gastgeber lassen aber beste Möglichkeiten ungenutzt, sowie diese von Philipp Kostic. In der 41. Minute trifft Hoffenheim durch Dennis Geiger. Nach Videoüberprüfung durch Schiedsrichter Daniel Siebert wird der Treffer aber zu Recht nicht anerkannt, weil Lukas Rupp im Abseits stehend dem Frankfurter Torwart Kevin Trapp die Sicht versperrt. Nach dem Wechsel verpasst die Eintracht, die Führung weiter auszubauen, so wie Kamada in der 47. Minute.
Der Sieg aber ist hochverdient, auch weil die Mannschaft von Trainer Hütter kaum gegnerische Chancen zulässt. Frankfurt startet erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auch ihr letztes Spiel beim Supercup in Hamburg gewonnen. Gegen die Auswahl aus Polen startet das Team um Superstar Dennis Schröder zwar mit Spielfreude, aber auch vielen Fehlversuchen. Anders die Gegner, konzentriert sorgen sie für einen 6-Punkte-Rückstand der Gastgeber nach dem ersten Viertel. Die Defensive zu anfällig und immer wieder landet der Ball nicht im Korb. Vielleicht gingen die deutschen Basketballer dieses Spiel etwas zulässig an, weil sie den Turniersieg schon sicher hatten. Auch anschließend findet die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödel nicht ihr Spiel. In der zweiten Hälfte zeigt Schröder dann aber seine Klasse und die Mannschaft, dass sie einen Rückstand wegstecken kann. Mit 92-84 gewinnt das DBB-Team am Ende gegen Polen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 19. August. Die Kaltfront eines Tiefs bei Schottland erreicht heute Nacht den Süden Deutschlands, wo es teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter, nachfolgend dann ergiebigen Dauerregen gibt. Für Baden-Württemberg und Bayern bestehen entsprechende Warnungen. Im übrigen Land heute noch teils wolkig, teils klar und meist trocken. Morgen im Südosten noch teilweise kräftiger Regen, in Nordseenähe Schauer und Gewitter, sonst mal Wolken, mal Sonne und trocken. Heute Nacht im Osten und Südosten bis 18, in der Eifel kühler 8 Grad. Morgen an der Nordsee bis 18, am Oberrhein bis 26 Grad. Auch am Dienstag im Süden teilweise gewittrige und kräftige Regenfälle. An der Nordsee ein paar Schauer oder Gewitter, sonst teils Wolken, teils Sonne und trocken. In der zweiten Wochenhälfte präsentiert sich der Sommer dann wieder von seiner sonnigen Seite. Um 23.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Im Koalitionsausschuss heute Abend, wie Mieter gestärkt werden sollen, und die Premiere von Union Berlin in der ersten Liga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.